Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zum ersten Video im Jahre 2022 auf diesem Kanal hier. Herzlich willkommen zu einem neuen Haul-Video, zu einem neuen Kilster-Haul. Schon wieder. Gleich vorneweg möchte ich euch natürlich als allererstes noch ein frohes neues Jahr 2022 wünschen. Ich nehme dieses Video hier gerade am 3.1.2022 auf, das heißt eine kleine Verspätung, aber das Jahr ist noch jung, es ist noch neu und hat noch eine Chance, besser zu werden als das letzte. Ich hoffe für uns alle drauf und hoffe natürlich, ihr seid alle gut in das neue Jahr gekommen, hoffentlich gesund und mit geliebten Menschen um euch herum, insoweit das möglich war. Ihr habt es gerade schon gehört, wir starten das neue Jahr, so wie wir das alte Jahr beendet haben. Das letzte Video auf meinem Kanal war ein Kilster-Haul und das erste Video dieses Jahr wird ein Kilster-Haul. Eigentlich wollte ich ein anderes Video dazwischen schieben, damit nicht zwei dieser Hauls hintereinander sind, aber ich kam noch nicht dazu und ich möchte diesen riesigen Karton hier neben mir aus meinem Schlafzimmer weg haben. Deswegen filmen wir jetzt erstmal das Kilster-Haul, denn ich habe den Black Friday 2021 genutzt, um bei Kilster mal etwas mehr zu bestellen als nur ein, zwei Halsbänder. Wie ihr hier vielleicht sehen könnt, ich habe hier einen relativ großen Karton gefüllt mit Kilster-Stuff, der reduziert war. Und den gucken wir uns jetzt zusammen an, wenn ihr Lust habt. Ich werde euch wie immer zu den einzelnen Sachen den Namen, die Größe, falls vorhanden, und den Preis einblenden. Allerdings werde ich diesmal nur den reduzierten Preis, den ich bezahlt habe, einblenden. Denn es war letztes Mal schon mega umständlich, die alten Originalpreise, von denen es runter reduziert wurde, herauszufinden, da einige Artikel ja danach auch im Ausverkauft sind. Und den Stress möchte ich mir diesmal nicht machen. Ich bin auch ganz ehrlich, ich habe nicht die Zeit dafür. Ich werde euch einfach den reduzierten Preis hinschreiben, den ich bezahlt habe. Und wenn ihr den Artikel sucht, werdet ihr sehen, was er normal kostet, falls er noch verfügbar ist. Und dann könnt ihr dran denken, dass er zumindest im letzten Black Friday Sale so und so viel Prozent reduziert war und euch überlegen, ob ihr ihn zum Normalpreis kaufen wollt oder auf den nächsten Sale warten wollt. Und wir starten auch direkt mit diesen zwei etwas größeren Plastiktüten hier. Das sind tatsächlich Kissenbezüge, Deko-Kissenbezüge für auf meine Couch. Ich habe die noch nicht ausgepackt, ich ändere das mal schnell. So sieht das Ganze dann ausgepackt aus, zumindest eins hier mal. Die beiden sind identisch und zwar ist das zweimal das Demon Cushion Cover. Englische Aussprache ist on point bei mir, ihr wisst das, ihr kennt mich. Und das sind klassische Deko-Kissenbezüge, wie ihr vielleicht schon sehen könnt. Hier in so einem samtigen Stoff mit einem sehr schönen Mustermotiv hier vorne drauf. Ich glaube, das soll so einen Dämonenkopf darstellen, deswegen Demon, das wäre zumindest naheliegend. Und die haben die Maße 45 x 45 cm, also wirklich klassische Deko-Kissen. Wobei ich sagen muss, 45er Maß findet man nicht so oft, denn ich habe 45er Kissen auf meiner Couch, ich weiß das. Die 40er sind immer zu eng, die 50er sind zu groß, daher habe ich mich sehr gefreut, dass die hier im Angebot waren. Ich habe für eins bezahlt 10,32 €, glaube ich. Ich blende es euch, wie gesagt, ein. Und ich glaube, ich brauche davon noch mehr, denn die sind echt hübsch und flauschig. Ich blende euch mal ein Video ein, wie die auf meinen Kissen aussehen. Ich glaube, das sieht richtig, richtig gut aus. Und ich brauche für die restliche Couch auch noch so welche. Als zweites kommen wir direkt zu den Klamotten, die ich mitbestellt habe, denn ich habe mir diesmal tatsächlich ein paar Oberteile bei Kilster bestellt und ich muss sagen, ich habe seit Jahren keine Klamotten mehr bei Kilster bestellt, sondern lediglich Accessoires und so Kleinkram, denn ich habe mal ein Kleid bei Kilster bestellt zum Normalpreis damals und war sehr enttäuscht von der Qualität. Muss ich ganz ehrlich so sagen, für den Preis von Kilster war ich einfach nur sehr enttäuscht. Das war ein sehr schönes Kleid. Es saß super, alles toll, der Schnitt super extravagant, wie man es sich vorstellt. Aber einfach das Material und die Verarbeitung fand ich für den Preis total grauenhaft. Daher habe ich das die letzten Jahre, wie gesagt, wirklich vermieden und dachte mir jetzt aber, im Black Friday Sale sind die Sachen teilweise so günstig, dass man es mal wieder wagen könnte. Und ich habe ein paar Oberteile mitbestellt. Das erste, was ich jetzt hier aus der Kiste rausgezogen habe, ist dieses schöne Teil hier. Und das soll eigentlich ein Kleid darstellen. Ihr werdet das auch gleich noch im angezogenen Zustand sehen. Das Teil nennt sich Heaven Can Wait Distress. Also es ist so ein kurzes Kleid. Ich werde das als Oberteil anziehen. Und ich habe dafür 8,41 € bezahlt. Und ich muss sagen, ich hätte keinen Cent mehr bezahlt. Denn ihr seht, es passt. Es ist wunderschön ausgefallen und alles. Also tolle Sache, aber es ist einfach erstens ein total dünner Stoff und zweitens hier diese Ränder. Man sieht das, glaube ich, nicht so besonders gut, aber das ist einfach nur ausgeschnitten. Also das ist hier komplett offen. Da wurde hier einfach nur so ein Stück rausgeschnitten. Kategorie könnte ich auch selber machen, wenn ich das Original-Shirt hätte. Gleiches unten am Rand, na, ist hier auch. Das rollt sich hier schon so schön. Soll es auch für die Optik, aber sowas überlebt die Wäsche nicht besonders oft. In meiner Erfahrung,
Und dafür würde ich dann nicht mehr als 8,41 Euro bezahlen. Aber ja, für 8,41 Euro bin ich froh, dass ich es habe. Im Sommer mit Sicherheit schön anzuziehen. Wie gesagt, es sieht top aus. Ja, es wird wahrscheinlich aber leider nicht so lange leben. Das nächste wunderschöne Oberteil ist dieses, auch ein Kleid eigentlich, mit dem auffälligen weißen Print hier vorne drauf. Finde ich super schön. Habe ich auch bestellt in der Größe M und schimpft sich Wear to Die Tunic Dress. Tunic? Tunic? Ich schätze, das heißt Tunika auf Englisch. Und soll wie gesagt eigentlich auch ein Kleid sein. Dementsprechend ist es auch sehr lang. Ihr seht das hier, es passt sehr schön. Ich werde das allerdings auch nur als Oberteil tragen, denn ich bin einfach kein Fan von Kleidchen. Wer hätte es gedacht? Gekostet hat mich das gute Stück, jetzt wäre ich hier beinahe erschlagen worden, 11,66 Euro, was ich vollkommen in Ordnung finde. Wie gesagt, es gefällt mir von Motiv und Schnitt sehr gut. Hier diese Flatterärmelchen ums Dekolleté rum. Sehr schmeichelhaft, nennen wir es mal. Und der Stoff ist super stretchy. Ich demoliere das hier gerade mal so. Also sehr, sehr angenehm zu tragen. Luftig, locker, leicht. Habe ich große Hoffnungen drin, dass ich das oft anziehen werde. Jetzt kommen wir mal zu den richtigen T-Shirts, die auch als T-Shirt gedacht sind. Und zwar habe ich hier als erstes das Heaven Can Wait T-Shirt in der Größe M. Ich habe alles in Größe M bestellt, denn ich hatte keine Ahnung, in welcher Größe ich bestellen sollte. Denn seit ich das letzte Mal bei Killstar bestellt habe, vor Jahren, wo ich dieses Kleid bestellt habe, habe ich irgendwie 20 Kilo aufwärts zugenommen und das konnte ich nicht als Richtwert nehmen. Also dachte ich, ich nehme mal M, mal gucken, ob es passt, und es passt tatsächlich alles. Hier also Heaven Can Wait als T-Shirt mit Schwarz auf Schwarz Frontprint und Backprint. Ich war da erst etwas skeptisch, wie das wirken würde, aber ich finde doch, das wirkt sehr cool mit dem Schwarz auf Schwarz. Also wirklich, das ist sehr, sehr schick. Passt auch gut, ist unfassbar lang. Mein Freund würde sich furchtbar über solche T-Shirts freuen, wenn es die für ihn gäbe, denn er ist sehr groß und hat immer das Problem, dass die T-Shirts zu kurz sind. Ich kann hier die Killstar-T-Shirts, die ich bestellt habe, fast als Kleid anziehen, was ich, wie gesagt, nicht tun werde. Aber ich bin sehr zufrieden damit. Und ja, sehr schönes Shirt für 8,41 Euro. Ja, hätte ich noch mehr von kaufen können. Ein weiteres T-Shirt bzw. Oberteil habe ich noch. Und zwar ist das dieses hier. Auch wieder schwarz auf schwarz mit Front- und Backprint. Es nennt sich Fearless T-Shirt. Habe ich auch in der Größe M bestellt. Hat auch 8,41 Euro gekostet. Und wie ihr sehen könnt, passt auch dieses Shirt sehr, sehr gut. Die T-Shirts sind aus einem etwas festeren Material als diese Kleider, die sind ja aus diesem extrem stretchigen Material. Die T-Shirts sind auch dehnbar, wie ihr hier vielleicht erkennen könnt. Aber der Stoff ist dicker, fester, wirklich wie man sich ein T-Shirt vorstellt. Und jetzt muss nur noch der Print lang genug halten, dann werde ich das T-Shirt sehr oft anziehen. Das war es aber tatsächlich auch schon wieder mit Kleidung, die ich gekauft habe. Und wir machen weiter mit anderem Kleinkram, den ich noch bestellt habe. Und zwar kommt als nächstes dieses gute Stück hier hinter über mir. Dieses Wandtuch, Wandteppich. Ich weiß nicht, was die korrekte Bezeichnung dafür ist. Auf jeden Fall ist es super schön. Ich wollte schon ewig so ein Teil für hier im Schlafzimmer über dem Bett haben. Und die sind verflucht teuer. Das Teil hat, ich glaube, normalerweise über 30 Euro gekostet. Ich habe es jetzt in dem Black Friday Sale für 22,71 Euro bekommen. Ich blende euch mal ein, wie das Ding im Ganzen aussieht. Es ist echt riesig. Es ist 2,24 Meter breit und 1,51 Meter hoch. Also wirklich ein sehr großes Wandtuch. Und heißt Heaven's Tapestry. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich blende euch, wie gesagt, alles ein, damit ihr meine Aussprache, ihr euch da nicht drauf verlassen müsst. Ich finde es super schön. Es macht sich richtig gut hier. Jetzt muss ich nur noch den Rest des Schlafzimmers auch endlich mal auf Vordermann bringen. Und ich bin sehr froh, dass ich das Teil habe. Fun Fact am Rande, dieses Ding war der Grund für die gesamte Bestellung. Dann ist das Ganze einfach etwas eskaliert. Über diesen Teil der Bestellung freue ich mich im Nachhinein tatsächlich sehr, dass ich es mitbestellt habe. Wie ihr sehen könnt, habe ich mir eine neue Handtasche bestellt und ich habe auch aktuell eine Killstar-Handtasche im Gebrauch. Ich bin so ein Mensch, ich benutze täglich die gleiche Handtasche. Ich weiß nicht, ob das so ungewöhnlich ist, aber jedem, dem ich das erzähle, der guckt mich etwas schief an. Ich wechsle tatsächlich nicht meine Handtasche täglich, wöchentlich, monatlich. Ich weiß nicht, wie andere das machen. Ich benutze jeden Tag die gleiche Handtasche und dementsprechend leben die nur eine begrenzte Zeit. Die aktuelle habe ich etwas über
2 Jahre jetzt im Gebrauch und das Problem, was sich einstellt, ist wohl dem Gewicht, das ich mit mir rumtrage, geschuldet. Denn hier diese Verbindung zwischen Tasche und Henkel, das reißt langsam deutlich ein. Jetzt über die Festtage ist das auch nochmal deutlich schlimmer geworden. Ich sollte vielleicht einfach keine Geschenke in meine Handtasche transportieren. Aber umso glücklicher bin ich, dass ich hier diese Webuant Handbag heißt das Teil. Das war hundertprozentig falsch, aber bezieht sich mit Sicherheit hier auf die schönen Spinnennetze. Mitbestellt habe, die hat gekostet 30,51 €. Normalerweise kosten die Killstar-Handtaschen immer so um die 50 €. Also jetzt nicht der krasseste Rabatt, aber 30 € ist definitiv besser als 50 €. Und ich finde die echt richtig, richtig, richtig schön. Ich meine, ihr kennt mich, vielleicht kennt ihr meine Haustiere. Spinnenweben auf einer Killstar-Handtasche, das ist meine. Ich habe tatsächlich noch den Choker gefunden, den ich vorhin eigentlich schon mitfilmen wollte, aber der ist in diesem ganzen Karton nach unten gerutscht. Und so ist das dieser hier. Ich habe tatsächlich schon wieder einen Choker mitbestellt. Der Noctrina Choker für 11,66 € war er im Angebot und ich musste ihn haben mit diesem riesigen, schönen Mond hier vorne. Der klappert ganz schön beim Laufen, aber schaut es euch an. Der sieht einfach phänomenal aus. Ich liebe ja so XXL-Schmuck. Und man kann ihn wieder rumdrehen, wie man möchte. Falls wer mein letztes Killstar-Haul geguckt hat mit den Chokern, weiß, dass ich das sehr gerne habe. Denn wenn ich meine Haare einseitig trage, habe ich gerne die Schnippeschen unter meinen Haaren. Und das ist hier möglich. Und generell ist der einfach richtig, richtig schön. Jetzt wird es hier zum Schluss nochmal plüschig, denn als eigentlich letzten Artikel habe ich diese beiden Kissen hier gekauft. Und ich würde sagen, ich packe die beiden auch gerade mal kurz aus. So sehen die beiden dann ohne ihre Plastikverpackung aus. Und die sind einfach nur ultra süß und niedlich und vor allen Dingen auch kuschelig. Das ist einmal hier das Cthulhu-Kissen und einmal das Night Creature-Kissen. Die haben beide im Sale jeweils 13,61 € gekostet. Und ich liebe sie einfach nur. Ich liebe sie über alles. Sie sind so niedlich und so weich und zum Kuscheln einfach nur. Die werden auch hier im Bett bleiben, denn ich habe eigentlich so kleine zusätzliche Deko-Schlafkissen auf jeder Bettseite liegen und ich kann ohne meins auch nicht schlafen. Und die sind aber mittlerweile ziemlich ausgelutscht und haben ausgedient und daher werden die beiden hier in Zukunft als Ersatz hier auf dem Bett thronen und das sieht halt auch einfach tagsüber mega cool aus mit den beiden. Ich habe es euch ja gerade schon irgendwie angedroht. Die beiden Kissen waren meine eigentlichen letzten Artikel aus der Bestellung. Und dann ist mir aufgefallen, dank meiner lieben Freundin Clacy, dass ich den schwerwiegendsten Fehler begangen hatte, den man begehen kann. Ich habe vergessen, im Black Friday Sale in die Creature-Abteilung zu gucken. Die Kissen waren irgendwie bei Home Decor und so dabei. Und die Creatures sind einzeln. Und daher musste ich dann nochmal nachbestellen. Denn ich konnte es natürlich nicht auf mir sitzen lassen, diesen wunderschönen kleinen Kerl nicht zu haben. Wenn ihn jemand braucht, dann ich. Schaut ihn euch an, wie unfassbar niedlich er ist. Er ist wunderschön gemacht. Es ist total süß. Es ist einfach ein wunderschönes Spinnenplüschi, das auf den klangvollen Namen Latrodectus hört. Und meines ist die Nummer 1210 von insgesamt 3000 Exemplaren, die es wohl gibt. Hat im Sale jetzt noch 19,46 € gekostet. Und ganz ehrlich, dieser kleine Kerl war auf jeden Fall die Nachbestellung nochmal absolut wert. Ich finde den unfassbar toll. Ich sammle generell Spinnenplüschis und er ist jetzt absolut das Highlight in meiner Sammlung. Wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, ist das hier jetzt wirklich das Ende des Videos, denn dieser kleine Kerl hier war wirklich mein letzter Artikel, den ich bestellt habe. Ich habe an dem Tag, glaube ich, 150, vielleicht auch 160 € ausgegeben. Ich bereue keinen einzigen Cent davon, muss ich sagen. Ich bin sehr zufrieden mit den Sachen, wobei ich bei der Kleidung jetzt wieder mal dazu gelernt habe, dass ich die weiterhin, wenn überhaupt, im Sale bestellen werde, denn ich muss einfach sagen, da bin ich ganz ehrlich, die Sachen sind mir zu den normalen Preisen zu teuer. Ich weiß nicht, ob ich das zu eng sehe. Ihr könnt mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ihr dürft das natürlich anders sehen. Und ihr dürft mir auch gerne schreiben, wie ihr die Sachen findet und wie ihr das handhabt. Ob ihr die Sachen auch zu den normalen Preisen kauft, ob ihr die angemessen findet. Wie gesagt, da hat ja auch jeder sein eigenes Empfinden für. Ich bin sehr glücklich mit den Sachen, die ich gekauft habe und mit den Preisen, die ich für sie gezahlt habe. Und ich weiß auch jetzt schon, dass ich das dieses Jahr am Black Friday wieder machen werde. Also spätestens da sehen wir uns dann zu einem weiteren großen Killstar-Haul wieder. Ich befürchte aber, dass im Laufe des Jahres da dazwischen noch einige dazukommen werden. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir uns nicht erst da wiedersehen, sondern generell beim nächsten Video. Bis dahin, passt gut auf euch auf, bleibt gesund, macht was aus dem neuen Jahr und bis hoffentlich bald.